Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Karte von Thüringen. Wir fliegen jetzt auf Feld, ja, 12 oder 11. Ich starte eine neue Aufnahmesession. Also nicht wundern. Nehmen wir einen normalen Helfer. Jetzt tut mal kurz raus, was er da gespeichert hat. Ja, Ernte. Ich habe auch wieder nicht gespeichert. Ich bin auch wieder ein kleiner Dummerchen. So. Das ist 12. Ja, gut. Es ist ja auch blöd geformt, aber wir werden mal quer nehmen. Das ist kein Thema. Geht das? Ah, dann weiterfahren. Okay. Und nächste Aktion ist, den Mitrescher zurückholen. Dazu müssen wir erstmal das Schneidwerk abkoppeln, das Rohr einfahren. Wir haben ja hinten irgendwo einen Schneidwerkswagen. Der ist ja ohne. Na, ohne Räder meine ich. Ja gut. Oder wir lassen uns gleich stehen beim Getreide. Und das kommt ja sowieso. Irgendwann. Ja. Lass ihn da stehen. Wäre ja blöd. Wir lassen ihn stehen. Wo es auch blöd ist, weil es noch ganz lange dauert. Wir haben. Schneidwerk vorne am Feld 60 stehen lassen. Jetzt können wir aber die Straße nicht nehmen. Auf dem Heuer können wir auch nicht fahren. Wäre nicht klug. Oh, genau das Auge. Ja, da kommen wir auch nicht vorbei. Fahr mal da rüber. Ein bisschen Holz machen fürs Sägewerk. Neue Karte ist in Arbeit. Aber ich befürchte, da müssen wir neu anfangen. Aber das macht ja nichts. Wir machen hier weiter, als wir weitermachen würden. Hier irgendwo ist es. Wo habe ich hingelegt? Das ist eine gute Frage jetzt. Zu sehen ist nicht.
Karte gucken. Wieder gut aufgeräumt. Naja, nein, nein, nicht zurücksetzen. Dann Ecke, ich hab's ja mitgenommen. Weiß ich wieder, warum man da steht. Ich hab's ja begonnen mit dem Dreschen. Und ich hab's aber nicht abgehängt. Mitgeschliffen, also hinten mitgeknackt, und da hat er eine Kurven Probleme gemacht. Ja, und habe es hier hingestellt. Mal gucken, ob richtig rum ist. Oh, ist verkehrt rum. Ah, ja, was soll's. Wir werden das mal anhängen und mitnehmen. Und da, wo wir ein bisschen mehr gucken können und Platz haben, da werden wir uns das. Da werden wir uns das entsprechend zurechtlegen. So. Hier wäre Platz, aber hier wäre es ungünstig, wegen, wenn jetzt plötzlich die Frucht wächst, eine Stufe weiter, dann kommt die Fruchtzerstörung. Das wollen wir ja nicht. Hier ist genau richtig, hier hängen wir es ab und hier haben wir Platz. So, mal abhängen. Bisschen mehr links. Wenn die Wolken so scheinen, ist es schummrig. Sieht ganz gut aus. So, Kollege pflügt noch und wir fahren jetzt zurück zum Hof. Mal die Rundumleuchtung anmachen, ne? Das kommt hier zwar eh keiner, aber naja, man weiß ja nie, ne? So, auf geht's! Dann müssen wir noch Feld 12 kalken.
Roller haben wir keine. Soja haben wir, Soja. Ja, wo schneiden wir am besten hin? Zum Waschen, ne? Hier kommt der Waschplatz hin. So, Dünger. Unsere Sämaschine mit Gerste Aussaat. Ja, fahren wir zurück, wir brauchen hier sowieso einen Hof. Aber der macht schön Bums, ne? Also einige Gerätschaften sind mal lauter, mal leiser, das ist ganz blöd. Roller fände es gut. Obwohl die 80 km/h nicht real sind. Mal oder 63. Aber okay. Wir simulieren ja auch nur. Ja, innen drin und leiser. Vollgas voraus, Junge. Die Hofzufahrt ist ein bisschen blöd. Aber ist halt so, ne? Bis das Weizen reif ist, das dauert noch eine Weile. Ich muss einen Traktor finden für die Kalk, für den Kalkstreu. Geh den Spiegel an und aus. Ist ja auch nicht lustig. So, wir dürfen uns jetzt nicht am Weg stehen. Abseits ist okay. Ja, am Feld ist auch blöd. Stellen wir uns hier links hin. Eh bald. Ja, Kalk streuen. Ja, nehmen wir den. Ja, wo ist der Kalkstreuer? Ja. Nee, in der Halle. In der Halle könnte gut sein. Nach dem letzten Foto, was ich gesehen habe, kommt hier der Kuhstall hin. Mit 150 Rindern, die nur Fleisch bringen, und 600 Kühen. Nur was verrückt. Wo habt ihr hingestellt?
nicht, ne? Ah. Beigefahren. So. Machen wir ihn gleich voll. Indem wir voll machen, machen wir einen Überführungskurs. Und zwar, dass er von alleine voll macht. Am besten, na hier nicht. Bitten höher. Beginne meinen Kurs hier vorne. Da fahren wir hier lang. Fahren wir gleich an allen dreien vier vorbei, weil das ist später auch für Dünger und fürs Unkrautbekämpfung wichtig. Haben wir zurück. Jetzt geht's zum Feld, wo der Kurs endet. Vermutet man hier mal ganz blöd. Ausmachen nicht. Den speichern wir ab. Unter Überführung. L12. Oh, 3. Speichern. Jetzt wollen wir einen Kurs nehmen zum Kalten. Mal löschen. Runde rund. Vor meiner Bahn 2. Über 3. Und wieder weniger. Ich generiere mal einen Fortkurs. Ups. Zurück. Den speichern wir auch gleich. Und der Kalken. 12. 18. 10. Wieder. Dann hängen wir den nächsten Kurs an. Dann sollte das automatisch vollgemacht werden. Es kann sein, dass ich jetzt unbedingt voll machen will. Ah, er will da starten. Da in der Ecke. Ist schon okay. So, und im Fall der Landschaft, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen über ein Like oder über ein Abo.
Ich danke schon mal dafür. Dann seid mal tschüss und winke winke. Hoffentlich sehen wir uns wieder zur nächsten Folge. Ciao.